Hallo, in dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Lenkstockschalter oder auch Schaltzentrum genannt bei BMW F-Modellen wechselst. Bei diesem BMW im Video handelt es sich um einen BMW F30, dem in Italien das M-Lenkrad gestohlen wurde und der Lenkstockschalter demoliert wurde. Im Video zeigen wir dir, wie du diesen unprofessionellen Diebstahl wieder rückgängig machen kannst und dabei gar nicht so tief in die Tasche greifen musst. Vollständigkeitshalber zeigen wir dir hier den ganzen Prozess. Die Demontage des Airbags und des Lenkrads bis hin zur sauberen Demontage des Lenkstockschalters und wie du die neuen Teile wieder montierst. Zum Schluss zeigen wir dir natürlich auch, wie du den neuen Lenkstockschalter ganz leicht kodierst. Viel Spaß beim Video! In unserem Beispiel wurde der Lenkstockschalter demoliert. Es können jedoch folgende Symptome auftreten, die auf einen Defekt des Lenkstockschalters hinweisen. Was auch immer der Grund für den Wechsel des Lenkstockschalters sein mag. Hier zeigen wir dir, wie du das leicht und selbstständig zu Hause machen kannst. Wir starten mit dem benötigten Werkzeug und den Ersatzteilen. Du benötigst ein Ratschenset mit einer 8er und einer 16er Nuss. Die 8er Nuss benötigst du, um die Einheit von der Lenksäule zu trennen. Die 16er Nuss benötigst du, um das Lenkrad abmontieren zu können. Als nächstes brauchst du einen großen und einen kleinen Schlitzschraubenzieher. Den großen Schlitz brauchst du, um den Airbag herauszubekommen und gegebenenfalls für Demontagezwecke. Den kleinen Schlitz benötigst du als Abhilfe zum Entriegeln der Steckerverbindungen und ebenfalls für Demontagezwecke. Weiters benötigst du ein OBD-Enet-Kabel plus das Programm ESIS. Vielleicht werden Kodierungen nötig sein. Das hängt davon ab, welches Automodell du hast. Beim BMW F30 zum Beispiel, dem LCI-Modell, sind keine Kodierungen nötig, bei den meisten anderen jedoch schon. Die Kodierung kannst du jedoch leicht mit dem Programm ESIS und unserer Anleitung ausführen. Das Programm ESIS bekommst du leicht aus dem Internet, eine kleine Google-Suche reicht. Wir würden dir empfehlen, das Kabel gleich mitzubestellen, um vorbereitet zu sein, wenn Kodierungen nötig sind. Als nächstes benötigst du natürlich einen neuen Lenkstockschalter. Hier solltest du auf die genaue Teilnummer achten. Gegebenenfalls kannst du auch auf gebrauchte Teile zurückgreifen, wenn dir die originalen Teile zu teuer sind. Lenkstockschalter werden normalerweise nicht so leicht kaputt, egal wie alt sie sind. All diese Werkzeuge und Ersatzteile findest du unter den Links in der Beschreibung. Achtung! Bei älteren Modellen, zum Beispiel der E-Serie, war es nicht nötig, den kompletten Lenkstockschalter zu tauschen. Es reichte aus, nur die Wickelfederkassette am Lenkstockschalter zu wechseln. Bei den F-Modellen ist das jedoch nicht mehr der Standard. Hier zwingt dich BMW förmlich, den kompletten Lenkstockschalter zu tauschen. Manche Shops im Internet bieten zwar die Wickelfederkassette für F-Modelle an, erwähnen jedoch nicht, dass du die Lötverbindungen zum Lenkstockschalter selber herstellen musst. Auf dieses Gefummel empfehlen wir dir zu verzichten. Der erste Schritt besteht darin, die Batterie, die sich bei BMW F-Modellen im Kofferraum befindet, sicher abzuklemmen. Grund dafür ist der, dass du den Airbag entfernen wirst und keine unnötigen Fehlercodes generieren möchtest. Außerdem empfiehlt es sich generell, bei Arbeiten an der Elektrik vom Fahrzeug die Stromquelle, also die Batterie, abzuklemmen. Die Demontage erfolgt beim M-Paket gleich wie beim Serienlenkrad. Seitlich auf der Hinterseite des jeweiligen Lenkrades befinden sich Schlitze bzw. Löcher. In diese Löcher fährst du mit dem großen Schlitzschraubenzieher hinein und versuchst, die Verriegelung des Airbags auf beiden Seiten zu lösen. Das Ausklicken wird hörbar sein. Daraufhin ziehst du den Stecker des Airbags heraus und legst den Airbag vorsichtig zur Seite. Als nächstes ziehst du den zweiten Stecker, nämlich die Verbindung zwischen Lenkrad und Lenkstockschalter, einfach heraus und demontierst das Lenkrad selbst. Das Lenkrad ist mit einer 16er Sechskantschraube an der Lenksäule befestigt. Vergewissere dich, dass die Räder vor der Demontage des Lenkrads gerade stehen. Wir raten dir, die Schraube mit der Ratsche zu lösen und sie mit der Hand dann herauszudrehen. Es handelt sich hier nämlich um ein Feingewinde, welches manchmal sehr empfindlich sein kann. Beim Entfernen der Schraube kannst du das Lenkrad mit ein wenig Kraft einfach herausziehen. In diesem Schritt entfernen wir den Lenkstockschalter.
Als erstes musst du die Plastikabdeckung der Lenksäule ausklipsen. Diese besteht aus zwei Teilen, der oberen Hälfte und der unteren Hälfte. Zuerst entfernst du die obere und danach die untere. Achte hier bei der Demontage, dass du die Plastikabdeckung nicht zu sehr zerkratzt. Bei der unteren Abdeckung sind auf beiden Seiten spezielle Clips vorhanden, die du wie in diesem Video ausklipsen kannst. Als nächstes löst du die Verschraubungen des Lenkstockschalters selbst. Diese ist mit 4 8er Sechskantschrauben an der Lenksäule verschraubt. Wenn die Schrauben draußen sind, kannst du die Einheit einfach von der Lenksäule abziehen. Auf der Hinterseite vom Schaltzentrum sind noch zwei Stecker, die zu lösen sind. Einer hat eine Hebelverriegelung. Diese löst du, indem du den Hebel einfach nach oben drückst, während du mit dem Schraubenzieher die Entriegelung betätigst. Daraufhin kannst du den Stecker einfach herausziehen. Der neue Lenkstockschalter wird einfach wieder in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder angeschraubt und angeschlossen. Das Lenksäulenmodul kann an dieser Stelle nicht mehr falsch montiert werden, da es die Löcher der Schrauben gar nicht erst zulassen. Achtung! Die Wickelfeder am Lenkstockschalter hat eine spezielle rote Markierung, nämlich die Sicherheitsverriegelung. Die Wickelfeder kann zweimal nach rechts und zweimal nach links gedreht werden. Deswegen ist es wichtig, dass bei der Wiedermontage des Lenkstockschalters die Räder gerade stehen. Das heißt, dass sich die Lenkung in Mittelstellung befindet. Wenn das der Fall ist, kannst du die Verriegelung nach der Wiedermontage entfernen. In diesem Fall haben wir einen gebrauchten Lenkstockschalter. Hier ist die Verriegelung natürlich schon entfernt worden. Es reicht jedoch vollkommen, wenn du die Wickelfeder in Grundstellung versetzt, die so wie in diesem Video positioniert wird. Es ist jedoch so, dass auch bei gebrauchten Lenkstockschalter für BMW F-Modelle nur selten die Grundstellung verstellt ist. Schlussendlich schaut auch der Verkäufer drauf, dass der Lenkstockschalter funktionsfähig bleibt. Es ist außerdem so, dass die Wickelfeder nach rechts und links auch ein wenig Spiel hat. Das heißt, es muss nicht auf den Millimeter genau die Lenkung in Mittelstellung versetzt werden. Bei gebrauchten Lenkstockschaltern ist hier das Augenmaß das richtige Maß. Auf der sicheren Seite bist du natürlich mit einem neuen Lenkstockschalter. Dieser kostet aber natürlich das Dreifache. Diese Entscheidung überlassen wir dir. Unter dem Link in der Beschreibung findest du neue als auch gebrauchte Lenkstockschalter für BMW F-Modelle. Nach der Verschraubung mit 8er Schrauben montierst du noch die Plastikabdeckung ran, zuerst die untere und dann die obere, und der Lenkstockschalter ist fertig montiert. Es bleibt nur noch die Wiedermontage des Lenkrads und des Airbags übrig. Am Gewinde der Lenksäule befindet sich eine Einkerbung, die mit der Einkerbung am Gewinde des Lenkrades übereinstimmt. Das hat den Effekt, dass du das Lenkrad nicht falsch zurückstecken kannst. Das heißt, du musst dir bei der Wiedermontage keine Sorgen um die richtige Position des Lenkrads machen.
Den Airbag steckst du auch wieder an und drückst ihn in seine Position vorsichtig hinein, bis du das Klicken auf beiden Seiten hörst. Wenn alles wieder dran ist, klemmst du die Batterie wieder an und startest das Auto. Sollten keine Fehlermeldungen auftauchen und alles wieder funktionieren, ist diese Anleitung für dich beendet. Ob eine Kodierung nötig ist, hängt von dem Automodell ab. Zum Beispiel hier bei dem F30 ist keine Kodierung nötig. Das Auto lernt den neuen SCL automatisch im Hintergrund an. Da das jedoch nicht bei jedem F-Modell der Fall ist, zeigen wir dir im nächsten Schritt, wie die Kodierung funktioniert. Für das Kodieren benötigst du, wie schon erwähnt, ein OBD-Ethernet-Kabel und das Programm ESIS. Den Link für das OBD-Kabel findest du in der Beschreibung. Da du keine Änderungen in der FLA machen musst, reicht die normale Version von ESIS und die Pro-Version wird nicht benötigt. Als erstes schaltest du die Zündung von deinem BMW an. Daraufhin verbindest du deinen Laptop mit der OBD-Buchse mithilfe des OBD-Ethernet-Kabels. Danach schaltest du entweder den Motor an oder steckst die Batterie an eine Spannungsquelle an. Wir empfehlen dir, alle Kodierungen immer bei laufendem Motor oder beim Aufladen der Batterie zu machen. Die erste Aufgabe besteht darin, das Programm mit dem Fahrzeug zu verbinden. Dafür klickst du auf den oberen Verbindungsbutton und wählst dein Modell laut der Tabelle, die jetzt eingeblendet wird, aus. Es ist prinzipiell egal, welches der zwei verfügbaren Einträge du für dein Modell auswählst. Wichtig ist nur, dass du nicht die Direkt-Variante auswählst. Für den F30 zum Beispiel musst du die Variante F20 auswählen. Im gleichen Fenster übernimmst du nun folgende Einstellungen und klickst auf Verbinden. Der nächste Schritt besteht darin, den FA auszulesen und daraufhin die einzelnen Steuergeräte anzuzeigen. Dafür klickst du folgende Schaltflächen in der gezeigten Reihenfolge an. In der Liste der Steuergeräte ist eine Einheit mit dem Namen SCL vorhanden. Das ist das Steuergerät des Lenkstockschalters, der dem Fahrzeug wieder zugewiesen werden soll. Sollte es keinen Eintrag mit SCL geben, bedeutet das, dass keine Kodierung nötig sind. Beim BMW F30 zum Beispiel wird das neue SCL automatisch im Hintergrund zugewiesen und der Lenkwinkelsensor kalibriert. Das SCL-Steuergerät wird in der Liste gar nicht angezeigt. Bei anderen Modellen, wo der SCL kodiert werden muss, sieht das Ganze so aus. Auch wenn bei unserem Beispiel die SCL nicht kodiert werden muss, da wir einen BMW F30 als Vorzeigeprojekt haben, zeigen wir dir anhand von einem anderen Steuergerät den Kodierablauf. Wir nehmen hier also einfach als Vorzeigebeispiel den FLE. Du arbeitest aber immer im Ordner SCL LWS. Wenn du den SCL-Ordner aufklappst, erkennst du, dass der Punkt CAFD nicht grün ist. Das bedeutet, dass dem neuen Steuergerät keine CAFD zugewiesen ist. Um genau das zu machen, musst du zuerst eine aktuelle Software-Eistufe des Fahrzeugs herausfinden. Dafür gehst du in das Menü VCM und auf die Schaltfläche Master. Als nächstes klickst du im Eistufenfenster dann den Button Lesen. Den I-Step notierst du dir und gehst schließlich wieder in das Menü Kodieren. Nun wählst du den Ordner des Steuergeräts SCL aus und klickst rechts im Fenster auf CAFV zu SWE ermitteln. Hier sollte dann eine Liste der verfügbaren CAFD für das Steuergerät auftauchen. Die CAFD, welche mit dem Datum von deinem I-Step übereinstimmt, wählst du aus und bestätigst mit OK. Wenn die neue CAFD zugewiesen ist, machst du einen Rechtsklick auf den Ordner SCL und klickst Kodieren. Wenn die Kodierung abgeschlossen ist, startest du das Auto neu und der Lenkstockschalter sollte wieder funktionieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Lenkwinkelsensor zu kalibrieren. Weit verbreitet ist die Methode mit dem Programm ISTA Plus, das Diagnosetool von BMW. Mittlerweile haben jedoch einige OBD-Diagnosescanner auch die Funktion Lenkwinkelsensor kalibrieren im Gepäck. Da die Installation des Programms ISTA Plus aufwendig ist und nicht immer zu 100% funktioniert, kalibrieren wir den Lenkwinkelsensor in dieser Anleitung mit dem MUCA CS4. Das MUCA CS4 ist ein Diagnosegerät mit 5 Wartungsfunktionen, inklusive Lenkwinkelsensor-Kalibrierung und natürlich den herkömmlichen OBD-Funktionen wie Fehlerspeicher auslesen und so weiter.
unserer Meinung nach das perfekte Tool für einen Hobbyschrauber. Als erstes betätigst du die Zündung und verbindest das Diagnosegerät mit dem Auto. Dazu steckst du das Kabel vom Mucka einfach in die OBD-Buchse und lässt das Gerät hochfahren. Wenn das Gerät hochgefahren ist und alle Updates installiert sind, gehst du in das Menü Wartung und Service. Daraufhin klickst du auf das Feld SAS und versetzt dein Lenkrad in Mittelstellung. Die Mittelstellung ist dann erreicht, wenn deine Räder geradeaus ausgerichtet sind. Das Ausrichten kann nach Augenmaß erfolgen. Es genügt für diese Konfiguration. Als nächstes folgst du einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm und lässt das Gerät seine Arbeit machen. Das war's dann auch schon. Wenn du alle Schritte nacheinander und sauber befolgt hast, sollten sich keine Probleme beim Tausch des Lenkstockschalters ergeben haben. Sollte es dennoch zu Problemen gekommen sein, haben wir immer ein offenes Ohr. Grundsätzlich stufen wir diese Reparatur als leicht ein und glauben, dass dieser Tausch jeder Bastler zu Hause selbst durchführen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen.